Seit gestern Abend ist Lochau um eine Attraktion reicher. Lange haben sie gewartet, die Floriani Jünger der Freiwilligen Feuerwehr Lochau. Doch seit gestern Abend können sie mit Stolz behaupten, eines der modernsten Tunnel-Rüstlöschfahrzeuge in Österreich zu besitzen. Ja, bei mir sind nun die beiden Feuerwehrmänner Wolfgang Walter und Christoph Heiß. Ihr seid, ich habe es schon gesagt, recht stolze Besitzer eines neuen Feuerwehrautos. Um was für ein Auto handelt es sich genau? Ja, nicht wir sind die Besitzer, sondern die Feuerwehr Lochau sind die Besitzer. Ja, das Auto, das ist ein Rüstlöschfahrzeug mit Allrad. Besonders ist die Tunnelausstattung bei dem Fahrzeug. Das Fahrgestell selber ist ein M1 18340 und der Aufbauer ist die Firma Rosenbauer aus Leonding. Ein paar technische Details, Höchstgeschwindigkeiten, Pferdestärken interessieren bei so einem Gerät natürlich auch. Ja, PS haben wir bei dem Auto 340 und Höchstgeschwindigkeit sind wir bei 100 km/h. Ja, man kauft ja nicht alle Tage ein neues Feuerwehrauto. Ihr beide wart unter anderem von der Konzeption bis zur Endabnahme dabei. Wie kann man sich so einen Kauf eines Feuerwehrautos vorstellen? Gibt es den aus dem Katalog oder habt ihr da selber ein bisschen eure Ideen einbringen müssen? Wie läuft das ab? Ja, läuft das Ganze so, dass das Auto ausgeschafft wird für die Feuerwehr und dass das dann internationale Ausschreibung gibt. Und dort macht einfach der Bestbieter das Rennen. Und dann gibt es natürlich der, wo das Auto aufbaut, dort macht man dann natürlich Auftragsbesprechung, Rohbaubesprechung, eine Vorabnahme und dann die Abnahme. Und dann hat man es für das Auto im Stall daheim. Wie lange dauert denn sowas? Wie kann man sich das vorstellen? Ein Auto, man geht für ein normales Auto, kann man ja ins Autohaus und 2-3 Monate später bekommt man es. Wie lange geht es von der Konzeption, bis ihr gestern euer Feuerwehrauto erhalten habt? Also gelaufen ist das Ganze so, dass wir jetzt schon fast 3 Jahre lang dran sind, um das Auto auszuschaffen. Also von Anfang an, seit das Ganze angefangen hat. Und eigentlich, wenn es dann beim Bestbieter ist, das Auto, also der, wo das Auto aufbaut, dann dauert es circa 1 Jahr, bis es fertig ist. Und habt ihr dort regelmäßige Rücksprachen halten müssen mit dem Fahrzeughersteller? Habt ihr dort selber eure Ideen eingebracht oder hat der Fahrzeughersteller euch kontaktiert, ob für euch irgendwelche Adaptionen an dem Auto in Ordnung sind? Ja, also abgelaufen ist das Ganze ziemlich gut. Wir haben da einen guten Partner gehabt, der das Auto aufgebaut hat, die Firma Rosenbauer. Die haben sich da gut bemüht, dass das Auto super wird und wir natürlich unsere Ideen zwischendurch immer wieder eingebracht und die haben das also wirklich super aufgebaut und ihre Idee auch eingebracht. Gestern Abend war es ja soweit, das Auto ist in Lochau angekommen. Wie seid ihr nun zufrieden? Haben die Absprachen und die Sitzungen, haben die Früchte getragen? Ist alles nach eurem Wunsch verlaufen? Ja, also laufen tut das Auto tipptopp. Also wir sind glücklich mit dem Auto. Und gestern sind wir angekommen, tipptopp das Feuerwerk hat es gegeben. Also ja, ist tipptopp gelaufen, kann man sagen. Wolfgang, wie läuft das nun weiter? Wie schaut es aus? Wie werden die Feuerwehrmänner der Feuerwehr Lochau nun eingeschult auf das Gerät? Weil es kann ja nicht sofort eingesetzt werden. Wie sieht hier der weitere Verlauf aus? Ja, starten tun wir gleich am Montag mit der Ausbildung von der ganzen Mannschaft, speziell Geräte. Und wir haben dann mehrmals in der Woche für die Maschinisten spezielle Abende, um das Fahrzeug, die Fahrzeugtechnik genau kennenlernen.